Hallo, willkommen in einem neuen Video in eigener Sache. Und zwar heute geht es um einen Audiomitschnitt, den die älteste Tochter gemacht hat und aus dem die psychische Folter hervorgeht, die die Mutter, Tante und Oma meiner Kinder gegen alle vier Kinder getan hat. Und zwar, ihr wisst ja, unser Fall, da geht es darum, dass behauptet wird, ich würde unsere Kinder schädigen, indem ich sie manipuliere und mit ihnen über das Wechselmodell rede, damit die das Wechselmodell wollen. Das ist alles Humbug, alles gelogen. Und dieser Audiomitschnitt der ältesten Tochter, der zeigt nämlich genau das Gegenteil, nämlich dass die Kinder, unsere vier Kinder, alle im Umfeld der Mutter eingeschüchtert werden. Ich werde euch mal den Artikel vorlesen hier, den ich dazu veröffentlicht habe, für alle, die, so wie ich es manchmal mache, so Videos anhören wie Podcasts im Auto, dann könnt ihr das jetzt euch in der Form zu Gemüte führen. Und zwar, der Artikel ist auf freifam.de erschienen und der Titel heißt Audiomitschnitt dokumentiert psychische Folter an Kindern durch Mutter, Tante, Oma. Am 23.07.2019 nahm die älteste Tochter von mir heimlich einen Streit mit ihrer Mutter, Tante und Oma mütterlicherseits auf. Im circa 11-minütigen Audiomitschnitt wird die damals Elfjährige im Beisein ihrer drei Geschwister durch diese drei Frauen psychisch gefoltert. Von dieser Audioaufnahme bzw. der psychischen Folter wissen Dr. Markus Bühler, Richter am Amtsgericht Ulm, Heiner Scheffold, Landrat des Alb-Donau-Kreis, Kim Anja Stark, stellvertretende Leiterin des Jugendamt Alb-Donau-Kreis, Nadine Licht, Sachbearbeiterin am Jugendamt Alb-Donau-Kreis Außenstelle Ehingen, Virginia Kapteiner-Walter, Verfahrensbeiständin, Manfred Oschwald, Sozialpädagogische Familienhilfe. Die Untätigkeit der oben genannten Personen rechtfertigt den dringenden Verdacht einer gemeinschaftlichen Kindeswohlgefährdung und der Strafvereitelung im Amt. Außerdem beweist der Audiomitschnitt, dass das Amtsgericht Ulm mit Dr. Markus Bühler in seinen Beschlüssen log, um das von den Kindern gewünschte Wechselmodell zu verhindern. Da der Staat in Bezug auf den Schutz der vier Kinder von mir angesichts der psychischen Folter im Umfeld der Mutter bislang vollkommen versagt und stattdessen die Kinder weiterhin aktiv schädigt, anstatt seine Fehler zu korrigieren, dürfte ein öffentliches Interesse am Inhalt der Audioaufnahme bestehen. Das öffentliche Interesse dürfte aufgrund der beruflichen Tätigkeit der Mutter und Tante der Kinder ebenfalls gegeben sein. Die per Audioaufnahme dokumentierte psychische Folter stellt eine schlimme Form der Eltern-Kind-Entfremdung dar, wie sie die ARD im Spielfilm »Weil du mir gehörst« am 12.02.2020 in schwächerer Form zeigen wird. Danke fürs Zuschauen und wenn du über neue Videos informiert werden willst, klick den Abonnieren-Button für den Freifam-Kanal und aktiviere die Glocke, damit du wirklich über alle neuen Videos benachrichtigt wirst. Und wenn du selber einen Fall hast, über den wir berichten sollen, schreib uns an info@freifam.de und du kannst auch spenden, wenn du unsere Sache unterstützen willst, damit die Freiheit der Familien. Den Link zu den Spendeninformationen findest du jetzt im Abspann. Danke nochmal fürs Zuschauen. Bis zusammen.